haben schon oft Prometheaner gesehen, aber es gab immer ein Blutsväter-Element. Ja, und? Meridian war vollständig besiedelt. Keinerlei Berichte von Blutsväterfunden. Aber was wollen die Prometheaner dann hier? Deswegen frage ich doch. Hörst du mir eigentlich zu? Du würdest wunderbar mit Veronica auskommen, Vale. Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Halo 5 auf Legendär. Ich verzeihe sich schon. Ich entschuldige mich dafür, falls der Ton ein bisschen zu leise ist und oh. Oh, bitte mach mich nicht kaputt. Wir spielen gerade auf Legendär und selbst auf Legendär könnte der Panzer tatsächlich nicht ganz so hilfreich sein, weil sie doch schnell explodieren können. Lass den Scheiß. Das ist mein Warthog. Und es bringt mir auch gar nichts, dass wir hier im Team sind, denn wenn ich explodiere, bin ich tot. Also scheiß auf mein Team. Scheiß auf alles. Scheiß auf dich da hinten. Scheiß auf den Stein, den ich getroffen habe. Shit. Okay, ich treffe ihn nicht, er trifft mich nicht. Übrigens, muss ich sagen, steuert sich der Panzer ziemlich leicht. Viel leichter als in den anderen Teilen. Was einerseits gut ist, andererseits im Multiplayer schlecht, weil normalerweise ist Panzer halt ungelenkig und sollte nicht diese Mobilität haben. Aber gut. Das ist nicht zu Fuß. Bin ich so ein schlechter Fahrer? Das ist eine Beleidigung. Nimmst du lieber einen Muguzi? Eigentlich müsste ich hier absteigen und da hochgehen, ne? Das ist mir doch ein bisschen zu auffällig hier. Ah, gut. Aber es ist auffällig, das müsst ihr mir schon, das müsst ihr schon zugeben. Wenn man da irgendwie hochkommt. Auffällige Sachen sollte man immer untersuchen. Wir laufen erstmal hier hoch. Du rutschst dann hier runter. Okay, gut, das geht nicht. Hauptsache keiner hat meinen Panzer genommen. Der wirklich echt gut aussieht, muss ich sagen. Ich meine, vielleicht ist es einfach nur an den Planeten angepasst, die Farbe. Achso, ich sollte euch einsteigen lassen, ne? Aber mir gefällt die Farbe. Hat so was Modernes, Frisches. Spartans, Sie sind jetzt in der Nähe der Meridian-Station. Könnten Sie zwischen Ihrer Position und der Stadt etwas aufräumen? Natürlich, Governor. Wow, ging schnell von runter von meinem Planeten zu. Können Sie mir helfen? Wenigstens spricht er mit uns. Ist ein Anfang. Definitiv. Ne, wie kommt denn da hinten? Ganz viele Leichen. Wobei, ja gut. Theoretisch sind sie eigentlich schon tot. Es sind ja quasi die menschlichen Skelette nur halt ja in Maschinen gepresst. Eigentlich muss ich um die Ecke gucken. Kannst mir nicht leisten, hier irgendwas zu verpassen. Bin hier auf Legendär und müssen hier echt alles angucken. Was haben wir denn da? Man sieht es zwar nicht richtig, aber da ist nichts. Wollt ihr wieder aufsteigen, bevor ich euch überfahre? Oh, nice Bug. Achso, die steckt lieber auf ihrem Mongoose. Soll sie mal. Die Datenpakete müssen wir eigentlich suchen, ne? Wer ist da? Wer stört meine friedliche Untersuchung? Solange wir weit genug entfernt sind und draufschießen, dürfte eigentlich nichts passieren. Wir gehen nicht drauf. Alles ist gut. Da hinten explodiert es. Da ist irgendwas geflogen. Ah ja, so stelle ich mir meinen Urlaub vor. Der noch gar nicht angefangen hat. Er fängt ja erst in ein paar Tagen an. Wenn ihr diese Folge seht, sind es nur noch 3 Tage. Dann habe ich Urlaub. Der Krabbler versucht sich zu verstecken. Treibt sie da raus! Scorpion wird geschossen. So ein kleinen Kackviech oder was? Laden abgeschlossen. Oh, das da oben sieht sehr auffällig aus.
auffälliger als alles andere. Aber wir sollten erstmal die Linden beseitigen, ne? Freund oder Feind, ist mir scheißegal, was da hinten oben hängt. Wollten Sie sie nicht von uns fernhalten? Ja, mach ich doch. Sichern, Osiris, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ist irgendwas gekommen? Das war recht auffällig. Oh oh. Okay. Der wichtigste ist von denen schon mal weg. Und der auch. Das ist das Tor, da müssen wir durch. War's das? Sind wir jetzt sicher? Ja, ja, ja. Ja, Mist. Da kommen sie! Oh shit. Ich dachte, ich kann jetzt den Rest untersuchen. Shit. Kann ich nach unten gucken? Die Schwachstelle eines Panzers. Muss mich drehen. Und oder fahr doch nicht dagegen. Fuck. Panzer ist Geschichte, ey. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja gut, was heißt Fehler? Ich wusste nicht, was auf mich wartet. Oh oh. Ist das ein Gauss-Geschütz auf dem Boden da? Was willst du hier? Verzieh dich! Was machst du? Nein! Du machst mein Panzer kaputt! Der ist auf meinen Panzer gestiegen und hat ihn kaputt gemacht! Wie kackendreist ist das denn? Dafür werdet ihr leiden! Ups, das war nicht schlagen. Ich hab manchmal immer noch meine Probleme. Okay, da hinten geht's mir nicht besser. Ja, danke. Wow. Ich brauche meinen Panzer dafür. Ich brauche dringend den Panzer dafür. Ich hoffe, das steht noch. Super. Super Safe Point. Ich fühle mich sehr safe. Definitiv. Die Typen sind mir ein bisschen zu wendig. Es wird bestimmt noch einen Spieltyp geben, wo man verschiedene Rassen spielen kann. Das wäre cool. Und die Springer sind so krass drauf. Oh, oh, was? Ich muss den Springer kaputt machen, dann kann ich ruhig aussteigen. Aber der Springer muss definitiv weg. Ja, von dem Scheiß. Okay, der Typ ist weg. Was willst du denn, Kleiner? Und wieso helfen meine Leute nicht, wenn der Typ einfach auf meinen Panzer steigen kann? Immer schön auf die Leichen rauf. Buck, würdest du denen helfen? Nein? Dann nicht. Oh, oh, vielleicht hätte ich denen helfen sollen. Ich muss definitiv aussteigen. Fuck. Ach komm. Buck. Ist das denn verdammter Ernst? Der Safeboard, den wir haben, der ist richtig beschissen. Ach, der ist jetzt nicht besser. Shit. Ah gut, war ein Versuch wert. Okay, ich bin dann mal weg. Shit, da hinten kann ich nicht hin. Kann ich den Panzer nicht reparieren oder so? Der mit dem Geschütz ist ein bisschen widerlich. Was seid ihr denn? Okay, ich muss einfach nur ein bisschen aufpassen. Dann passt das schon.
Was war das? Da schleichen noch einige dieser Dinger rum, Spartans. Okay. Diese Safepoints sind verwirrend. Okay. Das ist eine brenzliche Situation, in der wir uns gerade befinden, aber ich krieg das hin, indem ich mich von hier verpisse. Okay. Wir müssen einfach nur weit genug weg. Dann spawnen unsere Jungs schon nach und ich kann hier ganz easy peasy von hinten alles wegmachen. Da schleichen noch einige dieser Dinger rum, Spartans. Ich kann nicht sehen. Kehren Sie ins Schlachtfeld zurück? Das ist fies. No! Die fahren einfach mit dem Muguzi, nicht mit dem Muguzi, mit dem Warthog durch die Gegend. Okay, aber das war eine gute Idee. Außer, dass ich nicht nachgeladen habe. Und dass da Leute kommen. Aber hier bin ich relativ sicher. Wir haben Bug verloren. Da schleichen noch einige dieser Dinger rum, Spartans. Wir müssen nur so weit überleben, dass die Jungs wiederkommen. Ach, Mist, ey. Oh, sauber. Die kommen auch einfach hergerannt, ne? Also die KI haben sie sehr, sehr, sehr intelligent gemacht, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Das ist immer was Neues. Nicht immer die Dummen, die da irgendwo rumstehen und mich sofort aus den Augen verlieren. Ach, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Einen Schuss haben wir dafür noch. Also sie haben komplett die Figuren geändert, also die Gegner. Zum Beispiel die haben eine kleine Panzerung. Und die sind nicht mehr so leicht zu töten. Also finde ich gut, die haben auf jeden Fall viele Verbesserungen gemacht. The fuck? Was wird das? Wo kam der her? Krasse Nummer. Steht der Typ einfach neben mir. Ich dachte, wer redet da neben mir? Und das ist einfach so ein Promethianer. Das ist auch kackendreist, ne? Einfach neben mir zu sein und zu reden. So von wegen, ha, wenn er mich sieht, töte ich ihn. Was du nicht sagst, Mädel. Das ist auch nicht mehr Munition, ne? Bitte sag mir, dass du Munition hast. Ist nicht viel, aber ist etwas. Ich sollte mich zur Sniper durchkämpfen. Habe ich schon erledigt, Tanaka. Kein Problem. Hinter dir! Hast du Money? Nein. Na, spring in die Granate rein, los. Er ist auf jeden Fall durchgesprungen. Keine Munition, bitte. Oh shit.
Ich mag diesen kleinen Jump, den man machen kann. Die sollte ich öfters einsetzen. Damit kann man richtig gut spielen. Oh, ich steck fest. Vale? Lieber nicht Vale. Ah doch, du kriegst es hin, du kriegst es hin. Hier oben sind noch Prometheaner. Heilige Springer-Scheiße, du. Okay, das ist auf jeden Fall vorbei. Oh Gott. Hab ich gar nicht kommen sehen, die Typen. Aber gut, sehr viel Zeit haben wir nicht verloren. Dem Panzer geht's nicht besser, ne? Nein. Das vielleicht repariert er sich von alleine. Ich meine, wenn wir kleine Nanoroboter haben, die unsere Rüstung reparieren, wieso kann man das nicht mit dem Panzer machen? Hier oben sind noch Prometheaner. Ich bin ja schon weg, du Arsch. Systemausfall. Hilfe. Danke. Und das ist noch einer. Oh Gott. Nein, nicht dein Ernst, ne? Komm zurück. Genau. Oh, das ist gut. Sie ziehen sich zurück. Aber der Prometheaner kommt. Genau, kümmere dich um die Leiche da hinten. Drei Schuss. Zwei Ziele. Ah. Bist du der Springer? Nein. Muss meine Munition eigentlich für den Springer auf behalten. Oh Gott, das hat nicht gereicht. Ich darf hier hinten nicht rumlaufen. Wo liegt die Leiche da? Nein, das war nicht die Leiche. Wo soll ich denn Munition herbekommen? Oh, Springer, wo bist du? Ich spring dir auch gleich mal ins Gesicht. Er ist nicht tot. Er kann gar nicht tot sein. Ich habe ihn vielleicht verletzt, da. Immer noch Feinde in der Umgebung. Wo sollen noch Feinde sein? Sieht aus, als hätten sie es geschafft. Hätte mir nie träumen lassen, dem UNSC mal für was zu danken, aber... Vielen Dank, Sparkus. Kommen Sie rein. Erstmal ein bisschen aufrüsten. Was bist du denn? Ein Spartan-Laser. Sehr gut designt. Zugegeben. Sniper ist mir doch ein bisschen lieber. Weißt du, hier liegt der ganze krasse Scheiß rum. Was ist das? Okay. Und ich kämpfe da mit meinen Billigwaffen. Ich wollte ja hier eigentlich hochgehen. Ich wollte es. Aber ich kam einfach nicht dazu. Ich mag die Rüstung von Locke nicht. Sie sieht nicht aus wie der Master Chief. Gut, Panzer. Ich glaube, ich hätte dich sowieso nur hier gebraucht. Governor Sloan, könnten wir uns wohl unterhalten? Kommen Sie in die Stadt, dann reden wir. Ich hoffe, Sie wollen keinen Ärger machen. Wir sind gleich bei Ihnen. Tanaka, was für eine Begrüßung können wir hier erwarten? In so einer Randkolonie? Keine allzu freundliche. Am besten Waffen senken und die Finger davon lassen. Was auch immer das für Dinge
Okay. Wir sollten uns hier auf jeden Fall ein bisschen umschauen. Das hier wäre zum Beispiel ein sehr guter Punkt zum Verstecken eines Schädels. Du bist kein Schädel, ne? Hier hat man die Ruhe weg, weißt du? Und man kann hier einfach auf den Pelikan steigen, der auch übrigens farblich angepasst ist. Ich glaube, das ist die Meridian-Farbe. Schade. UNSC ist halt mehr grün, ne? Lassen wir den Governor nicht warten. Nein, 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 ich untersuche hier alles. Währenddessen wir den Governor zugehört haben. Auch wenn ich glaube, dass der Ton zu leise ist. Aber das werden wir sehen. Ist das Governor Sloan? Nee, dürfte eigentlich vom Sound her gut sein, habe ich gerade gesehen. Vielleicht sogar ein bisschen zu laut. Zero kann sich nicht entscheiden. Ist es jetzt zu laut oder zu leise? Den Schädel suchen. Finden. Soll hier Schädel sein, ey? Was will ich denn jetzt sehen, dass ich hier rumspringe wie so ein Idiot? Aber nichts finde. Er ist eine KI. Was ist los mit ihm? Er sieht defekt aus. Ein Anfall von Wahnsinn. Wohl im Spätstadium. Opfert wahrscheinlich Auflösung für Logikzyklen. Ich habe Sie in meinem Zuhause empfangen. Seien Sie nicht so unhöflich, meinen Zustand zum Gesprächsthema zu machen. Natürlich, Governor. Verzeihung. Wir suchen nach einem anderen Spartan-Feuerteam. Warum sind so viele Spartans hier? Warum jetzt? Andere UNSC-Agenten sind mir hier nicht bekannt, aber sie haben sich meinen Leuten gegenüber anständig verhalten. Sehen Sie sich um, aber machen Sie schnell. Governor Sloan, Ende. Also, wo fangen wir an? An so einem Ort erfährt man am meisten von den Bewohnern. Halte die Ohren offen und lass die Leute reden. Okay. Er hat doch gesagt, es stimmt irgendwas nicht mit ihm. Dass er eine KI ist. Hahaha. Okay, wir sollen wie bei einem RPG mit Leuten reden, aber wir haben da ein Datapack gesehen, das möchte ich gerne analysieren. Wir haben alles getroffen, was brennen kann. Wir haben niemanden verloren, oder? Glaub nicht. War nur ein kleiner Angriff. Auf den Raumstationen ist alles weiß und grau und eintönig. Manche Leute haben Angst vor Orten, wo die Ecken nicht rund sind. Denen würde es im Traum nicht einfallen, hier unten zu leben, wo der Boden aus Asche und Glas ist. Viel Spaß da oben. In ein paar Jahren werden die Kinder von Meridian dieses ganze System im Griff haben. Da kannst du einen drauf lassen. Auf jeden Fall, man sieht's. Alles im Griff. Fast tot, aber im Griff. Und ich glaube, wir befinden uns in einem neuen Level, kann das sein? Oder einem neuen Bereich auf jeden Fall. Was ist drüben beim Funkturm passiert, Ed? Ein Signal von einer Station kam durch. Notruf. Aber dann stand der Turm in Flammen und... Okay, Ed, entspann dich. Dein Schmerzmittel sollte gleich wirken. Wir hörten Rufe. Dass irgendwas aus den Höhlen kommt. Dann Schreie. Dann nichts mehr. Interessant. Hast du noch was gehört? Andere Übertragungen? Mehr war da nicht. Das Signal war dann tot. Wir konnten nicht antworten. Überall war Rauch. Du wirst schon wieder. Governor Sloan kümmert sich um alles. Wir könnten vielleicht helfen. Von wo wurde die Übertragung gesendet? Ist das zu fassen? Das UNSC stürzt sich auf uns, um unser Land zu stehlen? Ich sag Ihnen was. Unsere Leute in Apogee sind zäh. Die werden so schnell keine leichte Beute für euch, Geier. Halt, was hat er gesagt? Apogee? Ich glaube, da müssen wir hin. Okay. Bitte. War sonst noch jemand am Außenposten? Nur ich. Ich hörte, dass wir hier angegriffen werden und nahm einen Mongoose zurück. Als ich aufbrach, flog dieses Schiff echt tief in die andere Richtung. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Wie war sein Kurs? Es flog Richtung der Station. Und zwar schnell. Was glaubst du, was die da vorhatten? Nichts Gutes. Ich dachte, ich sollte am besten Sloan informieren. Bleib ruhig, Carter. Ich rede mit Governor Sloan. Mal sehen, was er sagt. Das ist eine verdammte KI. Was soll er sagen? Er ist kurz vorm Ausrasten. Was guckt ihr euch da an? Sie haben ein Schiff gesehen? Irgendeine Kennzeichnung? Pech gehabt, UNSC. Nicht mein Problem, wenn eure Kumpels euch nicht verraten, wo sie parken. Ihr solltet wohl eure Ladezonen synchronisieren. Habt ihr das gehört? War wohl wirklich ein UNSC-Schiff. Also wurde Apogee angegriffen und ein UNSC-Schiff flog dahin. Sucht ein Netzwerkterminal. Ich will mehr über Apogee wissen. Artemis sollte ein geeignetes Netzwerkterminal finden. Los. Ob das der Master Chief war? Das ist hier doch unsere Frage, oder? Na gut, wo müssen wir als nächstes hin? Oh, das Terminalorten. Freunde, aber das Terminalorten werden wir erst morgen machen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen in einer neuen Folge, währenddessen wir hier nochmal kurz nach dem Schädel suchen. Ich würde am liebsten zoomen, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Hey, Spartan. Mein Freund hier hat schräge Ansichten über diese Aliens, die uns angegriffen haben. Hallo. Eles agiam como se estivesse recebendo ordens de uma grande central de inteligência. Aha. Er sagt, sie wären hochintelligent. Uma rede neural tão avançada seria capaz de abordar a degradação que ocorre com o envelhecimento de inteligências artificiais. Und irgendwas über Netzwerkzersetzung? Ach, was weiß ich. Você não entende? Se as inteligências artificiais pudessem ser hospedadas eternamente em uma matriz de rede, nada impediria a elas de superar a vida biológica. Er sagt, ach egal, wollte nicht ihre Zeit verschwenden. Aber die Informationen sind doch gut. Komm, was er hat. Und du, mein Kollege? Pass bloß auf, UNSC. Da war doch gerade was. Ah, Datenpad. Ich habe heute eine Leiche im Glas entdeckt. Hab mich fertig gemacht. Doc Hill meinte, ich solle darüber reden. Also mache ich das jetzt hier. Ups. Okay, sie hat eine Leiche gefunden und sie wollte drüber reden und das hat sie auch getan. Weil sie gesagt hat, da ist eine Leiche. Wow. Gut, aber wir wollen jetzt langsam mal beenden. Ich kann die Suche nicht aufgeben, ey. Ich kann einfach die Suche nicht aufgeben, Freunde. Das geht doch nicht. Ich brauche einen Schädel. Ich werde auf jeden Fall nicht im Internet gucken, ich werde da alles selber suchen. Ich werde jeden Krümel auf dieser verdammten Karte überprüfen. Aber natürlich offline. Ist ja ganz klar. Um den Schädel zu finden. Weil ich glaube, im Livestream können wir auch keinen Schädel suchen, weil es zu lange dauern würde. Aber die Datenpads kann man auf jeden Fall abhören. Die kann man suchen. Weil wie auf normal spielt, mit, weiß ich nicht, ein, zwei Abonnenten. Und dann gemeinsam auf Streife geht. Zum Bleistift. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Na gut, Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video von Fallout 5. Haut rein. Oh, euer Zero. Tschüss.